Und herzlich willkommen zur 142. Folge unseres Let's Play Stationeers. Ich muss mal eben gucken hier. Oh, das ist alles noch im grünen Bereich. War ja hier drin auch nicht so sehr warm, also von daher passt das schon. Wir brauchen definitiv mehr Strom, denn dadurch, dass wir jetzt extrem hier runterkühlen müssen, verbrauchen wir natürlich auch entsprechend viel. Und ja, jetzt kommen die Kühlschränke und dieser ganze Kram und diese Kühlverkaufsautomaten dazu. Und ja, dann gehen wir doch mal gucken. Stahlplatten. Das sind 60 Stück. So, und wir brauchen 20 Solarzellen. Solarmodul. Solarpanel ist das nur. Solarmodul, Solarmodul. Ich meine, die sind das hier. Davon brauchen wir 20 Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, jetzt brauchen wir 150 Gramm Stahl hier drin.
Was fehlt? Gold und Kupfer. Und 150 Gramm Stahl. So, dann nehme ich genau 10 Stück und dann können wir schon mal anfangen, hier den restlichen Kram rauszusuchen. Hä? Hallo? Gut. Fünfzig und 10 sind 60, das passt. Dann flitzen wir mal eben hoch. Bauen das alles zusammen. Verspeisen das, soweit das schon möglich ist. Aber es sind noch mal gerade knapp über 150 Grad da drin. Da hatten wir auch schon deutlich mehr. Stoff müssen wir uns mal langsam wieder drum kümmern, denke ich mal. Ne?
Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mann, ey, was soll denn so ein Blödsinn? Wieso setzt du das jetzt mit einmal da oben hin? Ja, toll. Ich hab schon kaum Stickstoff und dann fällt sie auch noch runter. So, warum? Hallo, du sollst das da unten hinsetzen. So, dann haben wir das schon fertig. So, dann haben wir das doch schon mal. Das lege ich mal hier hin. Nehme mir die Flex und mache diesen einen Rahmen hier mal weg. So, jetzt hole ich mir das wieder. Und dann wird der eine verschweißt. So, das weg. Sehr gut. Das heißt, Stahlplatten und so weiter haben wir schon mal alles genug.
Gut, das ist fertig. Ja, was ich dann brauche, sind auf jeden Fall Kabel und so, ne? Na, erst mal gucken, wie weit ich mit denen komme, die ich habe. Paar Glasplatten brauche ich dann auch noch für die Solarpanel, aber könnte sein, dass ich da noch welche habe. Wenn nicht, werden halt noch ein paar hergestellt. Wieso braucht er so lange, bis er den Druck aufbaut? Das ist doch nicht normal. Und jetzt fängt er mit einmal an. So, komm, reicht. Viel mehr ist das nicht, was hier ist. Grad noch, naja, okay. Oh. Ersatzstromversorgung kaputt. Dann hole ich da erstmal schnell eine. Meinen mit dem Akkuschrauber muss ich das Ding abruppen, ne? Nee. Weil es kaputt ist. Brauche ich Flex. Neuer drin. Das sind dann jeweils auch die Batterien im Eimer, ne? Wie sieht denn das mit denen hier vorne aus? Sind die alle noch heile oder? Jo. Kann auch sein, dass ich da meine neue rangebaut habe. Okay. Nein, falsche Etage. So, das brauche ich auf jeden Fall.
Stahlbarren. Kümmere ich mich erstmal nicht drum. Solarmodul. Gib her. Solarmodul. Gut, dann habe ich schon mal 10 Stück mit. Vier, fünf. So, dann habe ich doch schon mal die 10, die ich jetzt hier habe, fertig. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. Irgendwo ist ein Fehler. Ist jetzt aber eigentlich auch egal, weil ich muss dann zählen, wie viel ich noch brauche. So über den Daumen. Fünfzehn, 16, 17, 18, 19, 20. Ja gut, stimmt also doch. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. So, wie viele haben wir denn jetzt hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 50 ungefähr. 45, ja, aber 50 stellen wir her. Und hier sind's. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 35, machen wir auch 50. 50 von jedem.
50 von jedem. Wieso habe ich das jetzt nicht oben gelassen? Och Mensch. Jetzt muss ich ja nochmal da durchrennen. Ja, muss ich sowieso. Nee, eigentlich nicht. Ich die beiden dahin packe. Ja, doch, fehlt mir jetzt genau das eine Feld. Dann bin ich jetzt mal ganz frech und nutze den Bug aus und schmeiß die oben durch die Scheibe. Komm, das dauert mir jetzt zu lange hier. Mach auf, zack. Grad noch. So, da sind sie. Und dann ab nach unten. Das ging ja schneller, als ich dachte. So, da brauchen wir jeweils ein halbes Gramm. Eins, zwei. Vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35. 36 reicht. Das dauert nämlich zu lange. So, und hier können sie produzieren, weil Körbe brauchen wir definitiv irgendwann noch. In der Zwischenzeit können wir hier mal die ganzen Dinger rausholen. Stahl. Das sind 500. Elektrum. Das ist Invar. Konstantan. Nochmal Konstantan. Blödsinn. Invar. Delete. Inconel.
Okay. Den lasse ich mal ackern. Muss ich ihm doch noch einmal mehr hoch. Ist ja nun nicht wirklich schlimm. Ach, muss ich sowieso, weil ich brauche ja noch Glas. 20 Stück. 50, 17. Ja, nehmen wir die 50. Was soll's? Und im nächsten Rutsch holen wir dann das andere Kabel. Grad noch. So, das haben wir. Dann können wir jetzt hier anfangen und die Wieso drehst du dich jetzt wieder weg? Was soll das?
damit haben wir 10 Stück schon fertig. Die hier, die werden dann erstmal nichts tun. Wieso hat er sich jetzt wieder weggedreht? Was ist das denn für ein Blödsinn? Das war doch sonst nicht. Und wieder! So, dann holen wir den einen da hinten noch schnell, den einen Stack. So, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt nur noch boah, die sind alle leer. Rein, das ausladen, die anderen Kabel einsammeln, die restlichen Verbindungen noch machen und dann haben wir 20 weitere, weiß ich gar nicht, was haben wir denn dann? 140, ne? Glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine so in der Richtung. Grad noch. So, der ist immer noch im Gange. Na, noch 50 Stück. Aber ich glaube, dann haben wir auch erstmal wieder genug.
Ups, Moment. Da sind 500 Stück. Das heißt, du kannst aufhören. Schwupp und schon dreht er sich. Zack, und fertig ist es. Sehr schön. Dann haben wir das auch fertig. Und dann habe ich die Hoffnung, dass das mit dem Strom ein bisschen besser klappt. Ich sage mal, immerhin haben drei von vier schon drei Balken. Sogar 4. Ja, das fällt dir ein, wenn ich es ausschalte, ja. Das sind auch 4 Balken. Ich will das mal eben kurz beobachten. Der blinkt nicht mehr.
Dreimal vier Balken. Von 20, das ist mir nicht genug, muss ich gestehen. Ich möchte, dass der am Abend voll ist. 14 von 20. Vierzehn von 20 und die Sonne ist bald weg. Okay, von 15 von 20. Sechzehn vorm Sonnenuntergang wäre schon schön. Aber da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Weil die Sonne ist schon so tief, dass jetzt Schatten auf die Solarpaneele fallen. Ja, also 15 von 20 schafft er nur. Ich denke mal, morgen wird das etwas mehr werden, aus dem ganz einfachen Grund, weil von morgens an dann schon alle richtig stehen und richtig arbeiten. Gut. Das heißt im Endeffekt, wir können uns jetzt mal kurz darum kümmern, dass wir Stickstoff kriegen für unser Jetpack. Nicht, dass uns das irgendwann, wenn es drauf ankommt, ausgeht. Das wäre nicht so schön. Na, 22 Grad. Grad bei 60 Kilopascal. Sind es hier.
Gut. Das passt. Dann kommt der eben dahin. Den machen wir leer. Mal gucken, wie warm oder kalt die die Kabel, sag ich schon. 55 Grad ist die Stickstoffleitung. Sauerstoff ist minus 16, das ist in Ordnung. Das sind 20 Grad. Aha, Luft sind 137 und das ist ein bisschen viel. Ach nee, Moment, das ist die Außentemperatur von dem Ding. Aber die Temperatur hier steigt auch. Das heißt, da unten sind schon 27 Grad drin. Das sind 20 Grad, das hört sich gut an. Die sind dann auch in dem Raum. So, das Wasser, 21 Grad ist in Ordnung. Stickstoff 12 Grad. Sauerstoff, oh, im Minusbereich. Stickstoff sage ich schon, CO2 meine ich natürlich. 12 Grad. Stickstoff 55. Minus 10. Ist auch ein Minusbereich, alles gut. 62 Grad. Das sind nur 1,9. Das ist gut. Das heißt, das Spielchen, was ich da gemacht habe, das hat funktioniert mit den vielen Dingen. So, ich brauche einen Filter mit X. Okay, ein Filter mit X. Hier war das. Schadstoff X, genau.
So, den haben wir. Nickel. Silber. Okay, Silber haben wir genug. Das kann hier rein. Gold. Und Eisen kann weg. Alles raus. So, die packen wir dann da rein. So. Sonst noch irgendwas? Ne, das ist wieder der Kartons. Gut, dann eben schnell hoch. Haben wir auch fertig. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge und am Ende dieser Aufnahmesession. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!